Hallo, herzlich willkommen zum neuen Video von JE Design. Wie ihr wisst, beschäftigen wir uns speziell mit der Marke Seat. Letzte Woche wurde der neue Leon vorgestellt in Barcelona. Der Leon ist für uns eigentlich seit der ersten Generation, also der Typ 1M, ein sehr, sehr, sehr wichtiges Fahrzeug im Bereich Tuning, Innovalisierung. Dann der 1M. Seit 2005, glaube ich, und 2012 kam dann der Leon 5F raus. Beim Leon sind speziell die Cupra-Modelle bei den Sportsfreunden besonders beliebt. Das heißt also auch, der Cupra ist normalerweise für uns schon ein sehr wichtiges Fahrzeug, weil die Leute einfach ein bisschen mehr haben wollen. Jetzt wurde euch der Leon vorgestellt am letzte Woche am Montag, der neue. Und zwar erstaunlicherweise für mich als Fünftürer und gleichzeitig als Kombi. Beim Generation 5F, also seit 2012, gab es den Leon als Dreitürer, als Fünftürer und dann später seit 2015 als Kombi ST. Den Dreitürer haben wir jetzt gestrichen, weil der Dreitürer dann doch nicht so erfolgreich war. Das heißt, er war im Prinzip ja weniger Coupé-artig, aber halt viel unpraktischer wie der Fünftürer. Und speziell beim Vorgänger, also beim 5F, war dann der Kombi dann doch sehr beliebtes Fahrzeug, oder ist immer noch ein beliebtes Fahrzeug, kann man immer noch als Neuwagen kaufen. Und dem Leon verdanken wir im Seat- und Cupra-Bereich also schon, schon einiges. Das heißt, jetzt stellt sich die Frage vor uns, neue Leon, neue Generation, was plant JE, was macht JE? Und wir werden uns natürlich dem neuen Leon annehmen. Wir haben jetzt gestern mal uns das Fahrzeug auf den Bildern etwas genauer angeschaut. Das Fahrzeug kommt also hier in der FR-Ausstattung serienmäßig mit 17 Zoll, optional mit 18 Zoll. Bereifung wieder 225 40 18. Das heißt, von der Bereifung her gehen wir davon aus, dass wir ungefähr die gleiche Raddimension fahren können wie beim Vorgänger. Das heißt, wir werden auf jeden Fall beim neuen Leon was im Bereich 19 Zoll machen, 8,5 mal 19, 20 Zoll ist auch möglich, 8,5 mal 20 mit entsprechender Bereifung. Fahrwerkstechnisch soll er dem Vorgänger, dem 5F, relativ ähnlich sein. Das heißt, man hat es auch schon mitgekriegt, vom Golf 8 zum Golf 7 sind es im Prinzip ja, sehr ähnliche Fahrwerkskomponente. Das heißt, hier werden wir wieder Fahrwerkstieferlegung anbieten. Mit Federn, aber auch mit Gewindefahrwerk. Das Fahrzeug hatte original, zumindest in der FR-Ausstattung, dieses DCC, das heißt also diese aktive Fahrwerksteuerung, wo ich die Härtedämpfer über das Display einstellen kann. Ja, wie gesagt, Rad-Reifen-Kombination wird kommen in 19 Zoll, wird kommen in 20 Zoll, Tieferlegung wird kommen mit Federn und mit Gewindefahrwerk, auch wahrscheinlich mit Gewindefedern, also die Kombination. Man lässt den Originaldämpfer, macht dann aber die Feder als Gewindefeder, so dass ich im Prinzip das DCC halten kann, aber dann die Höhe individuell einstellen kann an Vorder- und Hinterachse. Ja, das will zum Thema Räder, so will zum Thema Fahrwerk, was wir euch auch anbieten werden, was sich in der letzten Zeit als sehr populär herausgestellt hat, das sind Spurverbreiterungen, Distanzscheiben, abgestimmt auf die Originalräder inklusive Radsicherungen. Das heißt, immer so abgestimmt, dass wir an Vorder- und Hinterachse unterschiedlich starke Distanzscheibe haben. Das heißt, da müssen wir die Anbauversuche machen mit den verschiedenen Originalrädern. Neue Leon 16, 17, 18 Zoll im Moment Serie. Der Cupra wird dann wahrscheinlich wieder mit 19 Zoll kommen. Auch dafür wird es dann entsprechend ein Programm geben. Und dann haben wir auch das Thema Leistung. Wir haben das Thema Auspuffanlage und wir haben das Thema natürlich Aerodynamik. JE Design. Design heißt schon, dass wir auch die Optik des Fahrwerks, des Fahrzeuges entsprechend verändern. Beim Auspuff ist es so, dass hier in der letzten Zeit vor allem die Klappauspuffanlage von uns mit EG-Genehmigung und da wiederum speziell bei den Cupra-Modellen sehr populär war. Wir müssen uns das Fahrzeug anschauen. Was gibt es ja denn jetzt als Benziner, als Diesel, als Benziner-Hybrid und mit Gasantrieb, der neue Leon? Beim Diesel wird er wahrscheinlich keinen Auspuff anbieten, weil er soundmäßig nichts bringt. Beim Benziner und beim Hybrid müssen wir uns mal die Fahrzeuge anhören, anschauen. Was kann man da für Komponente verwenden, die wir schon früher beim 5R hatten? Das heißt, was kann man ableiten, was muss man komplett neu entwickeln.
Der Leon FR, der neue, hat ja auch werkseitig schon original, ich sage es mal, Auspuffdummies in der Heckschutz. Das heißt also, optisch ist schon ein Sportauspuff vorhanden. Allerdings klangtechnisch wird sich da nichts geändert haben. Vielleicht wird man was anbieten können, wo man die Optik drin lässt von den Endrohrblende und dann vielleicht nur einen Schalldämpfer macht für den Sound. Vielleicht wird er mal auch eine Kombination machen, anderen Heckschutzeinsatz, anderen Diffus. Mit entsprechendem Sportauspuff, mit Doppelendrohr links, rechts, Ovalendrohr etc. nachher. Das heißt, im Auspuffbereich ist auch sehr beliebt geworden bei uns in der letzten Zeit, dass man die mit schwarzen Endrohr anbietet. Also auch hier würde man spielen mit Schwarz, mit Silber, mit Edelstahl, mit Rund, mit Oval, mit Doppelrund, je nachdem, was es gibt. Okay, das war das Thema Auspuffanlage. Wie gesagt, da werden wir mit Sicherheit näher drauf eingehen, sobald wir dann die ersten Fahrzeuge da haben und das mal genau checken können. Gut, haben wir Auspuff, haben wir Räder, Reifen, haben wir Fahrwerk. Jetzt geht es um das Thema Aerodynamik. Traditionell gibt es ja bei JE Design immer diesen White Body. Das heißt, es gab immer ein normales Programm. Normales Programm heißt Rundumbausatz, Frontspoiler, Seitenschwelle, Heckschutze, Dachspoiler, Dachflügel. Und dann gab es als Highlight immer noch diesen Breitbau. Der Trend in der letzten Zeit geht eigentlich dazu, dass die Kunde immer mehr einfache Teile wollen, das heißt Teile, die einfach verbaubar sind, die nicht mehr lackiert werden müssen, also sprich Fertigoberflächen wie zum Beispiel Carbon-Look oder Schwarzglanz und Teile, die einfach zu montieren sind, Teile, die nicht eintragungspflichtig sind, das heißt Teile, die mit einer ABE geliefert werden. Und die dann auch beim Leasingfahrzeug entweder draufbleiben können nach Rückgabe oder einfach wieder demontiert werden können. Das heißt, wir werden beim neuen Leon vermutlicherweise zwei Linien fahren. Wir werden einmal ein Programm machen mit Anbauteilen, klein, dezent, einfach zu montieren, mit ABE, nicht eintragungspflichtig, mit einer fertigen Oberfläche. Das Thema Carbon-Look war zeitlang ganz interessant, speziell beim 5F, aber auch schon beim Leon 1P. Die letzten 2 Jahre geht der Trend eigentlich mehr zu Schwarzglanz. Das heißt, es ist einfach hochwertiger, sieht besser aus. Man sieht es auch hier. Das Werk selber nutzt auch schon diese Schwarzglanzteile, entweder an der B-Säule, das ist jetzt ein FR. Die Cupra-Modelle haben dann wahrscheinlich wieder Schwarzglanz-Spiegelkappe. Die Lufteinlassblende, Kühlergrillgitter sind dann bei den höherwertigen Ausstattungsvarianten. Also beim Cupra wird es wahrscheinlich in Schwarzglanz oder halt in dem neuen Copper, also in dem Kupferfarbton lackiert sein. Insofern, ja. Passen wir uns da dem Gesamterscheinungsbild vom Fahrzeug an und das ist noch ein Kostenfaktor. Teile, die nicht lackiert werden müssen, können sofort verbaut werden. Sind noch kostengünstig, man spart sich die Lackierkosten und es passt einfach in das Gesamtbild rein. So, was planen wir genau im Bereich Aerodynamik? Das heißt, wenn man sich die Front anschaut, komplett neue Front. Die Front sieht jetzt aus wie die, ja, kann man sagen, wie vom Formentor, beziehungsweise was auf der Straße ist, ist ja dann der Seat Tarraco. Das heißt, von der Seitenschulette sieht das Fahrzeug aus wie ein Leon. Etwas, ja, runder, etwas fülliger, auch etwas größer. Und in der Frontansicht kann man eigentlich schon die neue Designlinie von Seat erkennen. Die neue Designlinie heißt halt diese zulaufende, spitzlaufende Scheinwerfer wie beim Tarraco. Neu im Prinzip jetzt diese Gestaltung dieser Formteile rund um die Nebelscheinwerfer. Das heißt, wir werden für den neuen Leon im Bereich der Front uns Gedanken machen, was können wir anbieten, welche Teile die einfach zu montieren sind. Im Bereich Seitenschweller werden wir mal was machen. Auch wieder in einem fertigen Material. Also fertiges Material heißt halt, muss nicht mehr lackiert werden, ist ein Schwarzglanz. Im Bereich Heck, wie gesagt, wir haben es gerade vorhin beim Thema Auspuffanlage gehabt, da wird sicherlich was kommen. Und im Bereich Dachspoiler, der FR hat Werkzeug, ihr seht es hier, diesen Dachspoiler und auch diese Sidewing schon. Da müssen wir uns anschauen, wenn das Fahrzeug in Natura vor uns steht, wie das im Gesamten wirkt und was man da entsprechend machen kann. Die Zweigleisigkeit, die ich vorhin angesprochen habe,
die bezieht sich eigentlich auf unseren Weitbadewichser. 1M hat er Maß, 1P, 5F und jetzt beim neuen Leon. Den gibt es auch wieder in dieser, ich glaube, jetzt heißt der Competition, also wie so eine Art TCR, also mit Radlaufoperator. Also Seat wird auch mit dem neuen Leon wieder Motorsport machen. Vermutlicherweise auch wieder, vielleicht als Hybrid, vielleicht als reiner Motor ohne elektrische Aufladung. Und ich denke, da wird man einiges mehr sehen. Dann kurz vor Genf, Cupra macht das neue Headquarter in Barcelona, in Martorell, Ende Februar. Und ich gehe davon aus, dass dann zu dem Zeitpunkt auch der neue Leon Cupra, darf man nicht mal sagen, der heißt jetzt Cupra Leon. Cupra ist schon ausgegliedert worden, im Prinzip herstellt immer noch Seat, aber Handelsbezeichnung und eigenes Logo heißt dann Cupra Leon. Und ich denke, dann wird man vom Cupra Leon spätestens in Genf auf dem Autosalon Anfang März dann die erste Version sehen. Und ich denke, wir machen uns dann weiter Gedanken über diesen möglichen Breitbau-Widebody, wenn die Cupra-Modelle auf dem Markt sind. Ja, was haben wir in der Vergangenheit früher gemacht? Was machen wir heute nicht mehr? Das Thema Scheinwerferblende, früher sehr, sehr belebt. Da waren die Scheinwerfer einfacher. Da hatte man einen Halogenscheinwerfer, da hatte man im Prinzip vielleicht noch einen Xenonscheinwerfer. Heute haben wir LED-Licht, heute haben wir Matrix-LED, die es dann auch optional gibt. Das heißt, der Scheinwerfer hat viel mehr Funktionen und der Lichtaustritt muss ja dann auch in Ordnung sein mit der Blende. Das heißt, diese ganze lichttechnische Prüfungen, die man dann machen muss bei so einer Scheinwerferabdeckung, das wird sich nicht mehr lohnen. Und auch der Geschmack der Leute hat sich dahingehend verändert, dass die Fahrzeuge auch Berge schon diese geduckte Optik haben. Man hat es ja früher gemacht, dass das Fahrzeug, ja, ich sage jetzt mal, böser aussieht oder Böser Blick. gierig aus. Böser Blick, ja, böser Blick ist es eigentlich das Richtige. Ja. Jenny, du machst Feierabend. Ja, ich wollte euch nicht stören. Also, alles klar. Wir sehen uns morgen, gell? Ciao. Also diese Scheinwerferblende, dieser böse Blick, das macht der Fahrzeughersteller heute selber, indem er die Oberkante der Motorhaube bzw. die Oberkante vom Stoßfänger, in dem Teil seht ihr hier, die Motorhaube ist nur ein kleines Teil und der Stoßfänger, der geht relativ weit, der läuft also praktisch so rum. Das heißt, die Hersteller machen das heute ab Werk schon so, dass da eigentlich keine Notwendigkeit besteht in dem Bereich. Ja, das war es mal so. Erster Überblick zum Thema neuer Leon. Was plant JE Design? Bleibt gespannt. Wir nehmen euch mit auf die Reise in Zukunft. Das heißt, wenn wir neue Ideen haben oder wenn ihr Ideen habt, einfach ins Video reinschreiben. Was hat euch gefallen in der letzten Zeit? In die Kommentare unter reinschreiben. Was hat euch gefallen? Was würdet euch beim neuen Leon wieder wünschen? Was sollen wir machen? Was war vielleicht nicht so toll in der Vergangenheit? Wie steht er zum Thema Carbonlook? Wie steht er zum Thema Schwarzglanzoberfläche? Welche Räder passen drauf? Welche Idee habt ihr von den Rädern bei dem Fahrzeug? Gutes Thema Leistung haben wir ganz vergessen. Da müssen wir noch warten, bis die Fahrzeuge da sind, was wir anbieten können. Aber wir werden vermutlicherweise dann nur für die Top-Modelle, also sprich für die Cupra-Modelle, entsprechende Leistungssteiger anbieten. Das war es erstmal von JD Design. So viel zum neuen Leon. Wie gesagt, bleibt gespannt. Wir nehmen euch mit. Bis dann. Ciao.